Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nr. 6. Eine neue lange Aufnahmesession hier bei mir, deswegen würde ich damit gleich anfangen, dass wir wieder zurückkehren in die Finca Montero, unseren, naja, ich glaube man kann schon mittlerweile sagen, Außenposten, unser Guerillalager, wie es da ja auch steht. Ich würde sagen, wir werden dort mal einmal hinreisen ganz kurz und dann können wir ja mal schauen, ob wir nicht vielleicht wieder so eine kleine Mission starten. Nicht die Mission bei Lula, sondern einen Lost Bandidos Einsatz. Da würde ich nämlich ganz gerne mal reinschauen. Die letzten Aufnahmesessions, die ich hatte, waren ja nicht so lang. Da habe ich immer nur so 2, 3 Folgen aufgenommen. Heute will ich aber wieder etwas länger aufnehmen. Deswegen sollten wir... Ja, hallo. Können wir bei dir eigentlich noch was bauen, weil ich da gerade gesehen habe? 5 Dinge kann man hier noch bauen. Tatsächlich. Neue Einrichtung bauen. Oh. Man kann die doch noch bauen. Na nü, Guerilla-Stützpunkt. Was machen wir denn mit dem... Achso, hier unten können wir mit dem Guerilla-Stützpunkt irgendwas machen. Jetzt verfügbar, Standardwaffen und so weiter und so fort. Aber haben wir nicht schon was Zweites mal auch hier hingebaut? Wir haben doch schon was Zweites hier hingebaut. Den Stützpunkt haben wir auf jeden Fall nach oben katapultiert. Bandidos-Kaserne. Baue Unterkünfte für die Einsatztruppe der Los Bandidos. Verpflichte mehr Rekruten für Bandidos-Einsätze und kaufe Ausrüstung mit Bandido-Anwerberin. Oder eine Kantine, La Cantina. Besuche die Kantine und tausche Tier- und Fischfleisch gegen Mahlzeiten ein, die dir zeitweilige Stärkungen bringen. Das klingt auch nicht so schlecht. Benzin und Medizin würden wir dafür brauchen. Hier würden wir genauso dasselbe brauchen. Medizin, ach nee, und Metall. Okay. Ja, stellen wir uns mal eine Kantine hier auf. Warum auch nicht? Aber ich dachte, wir haben schon 2 Sachen hier gemacht. Guck mal. Hui, was hängt denn da für diesen Fleischspatzen? Sieht aus wie Südamerika und auf der Landkarte. Und da haben wir die Lagerfeuer-Kochstelle als neues Werkzeug verfügbar. Wer bist denn du? Rede mit dem Guerilla-Koch. Hallöchen. Ah, guck mal, Rezepte. Knalleiersalat. In dieser Sandwich-Füllung finden sich die kräftigsten Eier von Yara. Liegt in deinem Magen wie ein Ziegelstein. Knalleiersalat. Dein Widerstand gegen Explosionen wird erhöht und du erholst dich schneller, wenn du niedergeschlagen wurdest. Das Ganze bringt uns für eine Stunde was. Flambierte Fajitas. Der Chefkoch mag es heiß. Im Falle dieser Fajitas hat er wohl vergessen, das Feuer wieder zu löschen. Verbessert deinen Widerstand gegen Feuer und wenn du brennst, werden die Flammen automatisch gelöscht. Für Karpfenfleisch würden wir das herstellen können. Das klingt sehr gut. Wir brennen eigentlich in letzter Zeit ziemlich häufig. Das klingt aber auch gut, Knalleiersalat. Toxinteller, eines der herausforderndsten Gerichte des Chefkochs. Diese Fleisch- und Gemüseplatte ist, wie er betont, wie Medizin. Sie schmeckt bitter, aber ihre Wirkung kann nicht geleugnet werden. Schützt deine Augen vor Gift und erhöht deinen Widerstand gegen Gift. Dauert auch eine Stunde und wir brauchen Barracuda-Fleisch dafür. Wir hätten auch die Bleikugeln und Bohnen. Der Guerillakoch nimmt die Dinge immer wörtlich, aber verbrauchte Patronenhülse seiner minderwertigen Mahlzeit zu fischen, bereitet die Guerilleros nicht wirklich auf die bevorstehenden Kämpfe vor. Bleikugeln und Bohnen heiße dieses Menü und Trage und Erbeute zusätzliche Munition aller Arten für uns das bringen. Und Hutia-Fleisch haben wir sogar. Ich habe keine Ahnung, woher, aber wir haben das anscheinend. Und dann gibt es auch noch taffe Tamales. Schwerer als ein Baseball und nur halb so appetitlich. Die Bemühungen des Guerillakochs, den Widerstand der Guerilleros gegen Kugeln zu erhöhen, könnten funktionieren. Aber zu welchem Preis? Die Verteidigung gegen panzerbrechende und Weichseemunition wird erhöht. Das klingt gut. Mungo-Fleisch haben wir 6. Holen wir uns. So, ich glaube, wir können den Schuppen hier gleich mal wieder ausbauen. Haben wir tatsächlich nur das hier hingebaut? Haben wir nicht von dem anderen? Nur hier? Und das da? Die Kantine und unsere Waffenbude da drüben? Das Lager nie fertig werden. Ich dachte, wir haben... Ja, wir haben schon 2 Sachen gebaut, habe ich gedacht. Na gut, dann machen wir halt hier mal weiter und bekommen 5 neue Rezepte, die nenne ich an Nachos. Nachos waren Nachos. Schleichschnitzel, das klingt aber auch sehr gut. Heimlichkeitsschaden, Heimlichkeitsvorteil, taktische Teigtaschen, frischer Fisch mit Fritten und Yarapanadas. Gesundheitsregeneration werden wir mal angucken. Wir holen uns mal Stufe 2. Na, da hängt die Südamerika-Landkarte schon woanders. Dafür hängen da auch ein paar Hühner jetzt mittlerweile schon in seinem Schuppen rum. Und da hinten gibt es ein paar schöne Bananen. Oh, ein Schweinchen ist da auch oben. Guck mal. Und ein lecker Burger. Guck mal einer an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na gut, gucken wir mal. Das haben wir mittlerweile schon. Die, 3 Stunden. Oh, das ist schön. Ach, guck mal. Statt einer Stunde haben wir jetzt eine Effektdauer von 3 Stunden. Das klingt aber sehr gut.
So, das sind die Fajitas, das kennen wir ja alle schon. Ich glaube, das sind dann die neuen Ninja Nachos. Ich check wieder Nachos. Nachos natürlich. Puma-Fleisch haben wir da nicht. Bleikugeln und Bohnen kennen wir schon. Toxinteller kennen wir auch. Yaran Panadas kennen wir noch nicht. Aber wir haben das Trogonfleisch leider nicht. Der Chefkoch hat sich diesen Namen für die traditionellen Empanadas ausgedacht. Er ist überzeugt, dass das ein Milliarden-Pesos-Markenname ist. Wir haben frischen Fisch mit Fritten. Ey, in Yara weiß man noch nicht ganz genau, dass das Angeln ein ewiger Kreislauf des Lebens ist. Du fängst den Fisch, du isst den Fisch und dann bist du noch besser im Angeln. Im Endeffekt sind die Fische immer der Verlierer. Du erbeutest zusätzliche Herstellungsmaterialien und Tierfleisch. Snookfleisch. Haben wir 7? Können wir es theoretisch... Ach so, wir können immer nur 1 machen. Oh, durch den Kauf wird der aktuelle aktive Effekt ersetzt. Na gut, dann gehen wir doch eher lieber auf den hier. Jetzt haben wir zwar ein Fleisch verbraten, aber egal. Da geht man doch eher auf den Effekt, dauert 3 Stunden, das ist schon ganz okay. Ja, das ist schon ganz okay. Das ist schon ganz okay. Gegen Munition ein bisschen mehr Schaden einstecken zu können, da bin ich schon ganz zufrieden damit. Oh yeah, Danny. Ja, hallo, grüß dich. Dann werden wir gleich mal hier schauen, ob wir noch ein drittes Mal ausbauen können. Das können wir. 5 neue Rezepte gibt es dann auch nochmal oben drauf. Der Koch hat einen Impro-Fleischwolf, einen umfunktionierten Automotor, der ihn inspiriert. Außerdem scheint der Geschmacksverstärker oder so ins Essen zu mischen, denn die Stärkungen halten jetzt länger denn je an. Vielleicht 5 Stunden, vielleicht 6 Stunden. Wir gucken gleich mal. 5 neue Rezepte gibt es hier auf jeden Fall. Die Scharfschützensuppe, einen Scharfschützenbonus, sofort Spaghetti, Jagdhund-Hotdog, Schwimm-Sashimi und Jiu-Jitsu-Jambal. Leier für einen Nahkampfbonus. Das Ganze kostet uns 160 Benzin. Wir haben 221 und 160 Medizin. Da haben wir auch ganz, ganz viel auf Lager. Deswegen sammeln wir immer so fleißig. Ich frage mich gerade, warum wir damals nicht gleich die Kantine oder sonst irgendwas hier hingebaut haben. Guck mal, es hat einen Kühlschrank auch und die Südamerika-Landkarte ist auf einmal verschwunden. Dafür gibt es jetzt eine Preisliste hier oben. Carniceria, Chorizo, was? 2,50? Der Hund kostet 2,50? Vielleicht ist es ein Hotdog. Das kann natürlich sein, dass der Hund Chorizo, das Ding hier als Hotdog quasi angeboten wird. Der Pizza kostet 15 Pesos. Se vende Café el mejor de Yara. Keine Ahnung, irgendwas mit Kaffee in Yara. Befreie Yara von der Tyrannei. Ja, ich hab's vor. Jetzt kaufe ich erstmal was zum Essen hier bei dir. Oder ich gucke erstmal 6 Stunden. Alter Falter, für 6 Stunden hält jetzt dieses Rezept hier. Verteidigung gegen Panzerbrechen und Weichzeitmunition wird erhöht. Da bin ich sehr froh drüber. Sehr schön, sehr schön. Ach, da hinten. Jetzt hänge ich sogar 2-mal so eine Südamerika-Landkarte da hinten. Also natürlich verdreht. Man muss das Ganze sich vorstellen, auf den Kopf drehen. Nochmal um 180 Grad umdrehen und dann schaut's aus wie Südamerika auf der Landkarte, oder? Vielleicht auch nur ein bisschen spiegelverkehrt. Schöne Bananen hat er da hängen. Lecker Schmecker. Guck mal, unten ein paar mehr Burger. Gut hast du was da draus machen können aus deinem Schuppen hier. Gefällt mir sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt sind wir uns dann wahrscheinlich die Hände gebunden für irgendwelche zusätzlichen Upgrades, denke ich mal. Sehen, Danny. Genau, jetzt haben wir den Guerilla-Stützpunkt und La Cantina und jetzt können wir leider nichts mehr reinbauen. Vielleicht später wieder? Ich glaube aber fast nicht. Vielleicht hatten wir damals einfach nur keine Mittel mehr dazu, kein Metall, keine Medizin und so weiter und so fort, dass wir irgendwas hätten bauen können, selbst wenn wir wollen. Auf jeden Fall haben wir jetzt das da, das haben wir gebaut, den Waffenshop und eben die Kantine für da drüben. Finde ich gut, ist ein guter Anfang. Was flunkert denn da drin so rum? Ach so, die Werkbank ist das. Apropos Werkbank, ich habe übrigens mein Konto hier mit Amazon Prime Gaming verbunden und wir haben da jetzt eine neue Waffe freigeschalten und zwar hier. Ich weiß nicht genau, warum die bei den Bögen drinnen steht, bei den einzigartigen Bögen. Das ist nämlich alles andere als ein Bogen, das ist der scharfe Richter und zwar steht da Bogen, verstehe ich nicht ganz, warum da Bogen steht. Das ist nämlich eine stinkt. Ah, deswegen, ich wollte gerade sagen, das ist eine stinknormale Pistole, weil da hier so ein kleiner Bogen ist. Guck mal einer an, lautlos, mittlere bis hohe Reichweite, länger spannend für höheren Schaden, killen wie ein König, das klingt aber gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Ein Bogen, lautlos und so weiter und so fort. Wir hätten sogar ein Spectre-Visier für 2x Mittelstrecken, also doppelte Sichtweite und MK2. Als Mod, es wird zusätzlicher Waffenschaden bei Gegnern mit geringer Gesundheit erzielt. 8er Magazin hätten wir drin. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Wir haben nur den Scharfrichter als Aussehen. Gut, das ist ein einzigartiger Bogen, da haben wir keine großen Auswahlmöglichkeiten. Wir könnten mal gucken, ob das hier nicht ganz gut dazu passen würde. Der antike Anhänger, der würde ja wirklich ganz gut dazu passen. Oder die Kügelchen. Wobei, farblich okay, aber die Kugeln haben hier mit dem Bogen eigentlich relativ wenig zu tun. Da würde ich fast sogar... Dieses Goldstückchen, den Goldbahn, könnten wir theoretisch auch mal dranhängen.
Würde ich gerne mal probieren. Wie wir mit dem klarkommen. Die Frage ist nur, wo gehen wir denn hin? Wir haben ja nur 4 Inventarplätze. Wir könnten theoretisch den Tostador entfernen und dafür den Bogen hier reintun, weil ich weiß nicht, ob wir so viel anzünden. Oder ich würde sagen, statt der reinen Feuerpistole, da haben wir aber, obwohl die ist auch ganz gut, die AJM9. Wir werden mal den Tostador entfernen. Wir zünden ja derzeit eh nichts an. Wobei, wenn wir vielleicht doch was anzünden müssen. Oder sollen wir es vielleicht einfach statt dem Raketenwerfer? Machen wir mal statt dem Raketenwerfer. Wir können das ja sowieso je nach Belieben ändern. Je nachdem, welche Waffe wir gerade brauchen, dann holen wir uns einmal wieder eine andere. Aber ich würde sagen, da sind wir schon ganz gut ausgerüstet. Dann haben wir jetzt hier beispielsweise den Tostador für ein Fahrzeug, das wir anzünden müssen. Wir haben die AK-47 als normales Gewehr. Wir hätten jetzt hier den Scharfrichter für den Bogen. Da bin ich sehr gespannt, wie der dann funktionieren wird. Und wir hätten hier, falls alles schief gehen sollte, noch eine Reinfeuerpistole. Falls wir hier keine Muni mehr haben oder falls wir noch schnell jemanden niederschießen müssen, dann können wir ganz easy auf die Reinfeuerpistole wechseln. Dann haben wir die auch hier auf Nummer 4 in unserem Inventarplatz. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wir haben auch anscheinend neue Ausrüstung dazu bekommen, und zwar den Fuego-Mantel. Das kann natürlich sein, dass der auch von der letzten Aufnahmesession hier noch uns zur Verfügung gestellt wird, denn da haben wir ja ein paar Boxen gelootet, die wir aber, glaube ich, gar nicht mehr angeschaut haben, weil die Folgen eh schon so lange gedauert haben. Wir haben auf jeden Fall den Fuego-Mantel, einen Feuerschutz, die Verteidigung gegen Feuer wird erhöht, hör auf, Feuer zu bekämpfen, lege sie lieber selbst. Das klingt schon mal sehr, 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 sehr gut. Wir bleiben derzeit aber trotzdem mal bei unserem Tarnmaterial bei Oluwas Herz. Mit dem bin ich eigentlich noch derzeit ganz zufrieden. Mal gucken, welche Hosen wir neue haben. 2 Stück haben wir. Die Weichziel-Slacks. Weichziel-Schütz klingt aber auch gar nicht mal so schlecht. Wir hätten hier etwas mehr Seitenwaffenmunition, aber ich glaube, da werden wir gleich mal tauschen auf die hier. Mal gucken. Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird erhöht. Diese Hosen bestehen aus einer starren chemischen Verbindung in mehreren Lagen und sehen ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie ein Kartoffel gesagt, der aufgeschnitten wurde. Huch. Achso, das ist die zweite Hose, die wir noch haben. Aber das klingt gar nicht mal so schlecht. Oder Weichzielschutz? Nehmen wir mal. Passt jetzt nicht unbedingt zum Outfit, aber okay. Um das geht's ja nicht. Es geht ja um die Skills, die wir dafür bekommen. Dann haben wir noch hier die Fuego-Hose. Auch hier wird die Verteidigung gegen Feuer erhöht. Beschichtet mit einem schwer entflammbaren Öl. Oder vielleicht ist es doch etwas anderes. Völlig egal, Hauptsache wir brennen nicht direkt los. Also das heißt, die Fuego-Bekleidung, wie eben auch das T-Shirt, beziehungsweise, was war denn das? Ein Hemd vielleicht? Fuego-Oberbekleidung auf jeden Fall, kombiniert mit Hose. Da könnten wir ins Feuer gehen und würden nicht brennen. So, vielleicht haben wir Fuego-Stiefel auch noch. Ne, wir haben Weichzielstiefel. Da erhöht sich die maximale Ausdauer. Das klingt auch schon sehr gut. Hier wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Maximale Ausdauer. Ich würde sagen, da bleiben wir trotzdem mal bei unseren Tretern. Hier bei den Parkour-Tretern. Die würden zwar ein bisschen besser zur Hose passen, aber ich bin dann doch lieber generell schneller unterwegs, als wie nur beim Rennen. Bleiben wir mal bei unseren Parkour-Tretern. Warum auch nicht? Schießt die nie wieder in den Fuß. Okay, das wäre das neue im Arsenal, das wir dazu bekommen haben. Da ist der Hahn, den wir in der letzten Folge gefunden haben. El Aguila, Schwarz und Gold, Fashion und Funktionalität. Gucken wir mal hier die Details an. Dieser Kämpfer ist ein Naturtalent und mehr Raubtier als Hahn. Sieht cool aus. Sieht aus wie ein Gemälde hier. Gefällt mir gut. Weiß gar nicht mehr, wo wir den gefunden haben, muss ich zugeben. So. Okay, das war auf jeden Fall mal der falsche Ausgang. Ich wollte vorne raus und ich wollte auch gleich hier nach drüben. Endlich etwas. Na, eigentlich wollte ich nicht zu dir. Ich wollte eigentlich zu Los Bandidos, zu dir da einsetzen. Wir wollen mal gucken, was wir da jetzt neu dazu bekommen haben. Wir hätten einen Einsatz, der würde über 4 Stunden gehen. Das ist mir ein bisschen zu lang. Aber der hier, beziehungsweise die zwei, wären schon ganz okay. Wir würden hier 2000 Pesos bekommen. Hier würden wir 81 Medizin bekommen. Und hier würden wir sogar eine Waffe bekommen. Ein Einsatz, der 2 Stunden lang dauert. Desertierte Fanatiker. Das klingt schon mal sehr gut. Wie viele Pesos haben wir denn überhaupt derzeit? Sehen wir das hier irgendwo eigentlich? Theoretisch im Inventar sollte man das ja sehen. 4000 haben wir. Das ist eigentlich ganz okay. Wir haben 4000 Pesos, könnten ganz viel von dem Schrott hier unten beispielsweise eintauschen. Und, oder Handelswaren. Hier von dem da beispielsweise könnten wir ganz viel eintauschen. Generell, wir könnten ganz viel eintauschen für Pesos. Also das heißt, wir müssen uns jetzt unbedingt auf den Einsatz konzentrieren, der uns Pesos bringt. Medizin haben wir eigentlich auch noch ganz viel auf Lager. Deswegen wäre ich eigentlich hier gerade da beim Favorisieren von den desertierten Fanatikern. Eine Gruppe von FND-Deserteuren
ist durchgedreht, hat sich eine mobile Flakstellung zusammengeschustert und greift wahllos Dörfer damit an. Und ich würde mal sagen, da weisen wir mal unserem Trupp zu. Fischer Benito, der Pirat, kann da gleich mal loslegen. Und wir gucken mal, 2 Stunden dauert das Ganze und dann werden wir herausfinden können, ob es das gebracht hat oder nicht. In 2 Stunden sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ich merke mir das. Ihr sucht nach Aufregung! Eure Suche endet hier! Ja, das haben wir eh schon ein paar Mal gemacht. Ich würde sagen, wir suchen jetzt aber erstmal nach Aufregung da hinten in Lausanne. Da haben wir nämlich Verdera schon vor ein paar Folgen mal freigeschaltet. Das Dorf, das wir uns eigentlich schon in der letzten Folge anschauen wollten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir haben hier ein paar Kisten, wir haben hier ein paar Sehenswürdigkeiten. Das Baseballfeld beispielsweise. Da oben Plaza de Verdera, den wir uns anschauen könnten. Ich würde aber sagen, wir gehen nicht direkt hin. Wir werden erstmal hier die Mission annehmen, der Sonnenuntergang, damit wir da gleich schauen können, wo uns die Mission denn hinführt. Möglicherweise auch da nach oben. Und dann würde ich ganz gerne auf dem Weg nach Verdera diesen Konvoi hier mal zerstören. Der ist nämlich schon ziemlich lange auf unserer Map markiert. Der fährt normalerweise hier immer hier unten rum bei der Tabakplantage Castillo Señoral, wo wir ja auch schon lange mal waren. Da haben wir ja erst unsere Finca bzw. die Familie Montero wieder vereint und seitdem fährt der Truck da rum, beziehungsweise der Konvoi da rum. Also um den sollte man uns jetzt demnächst doch mal kümmern. Würde ich sagen, ist ein guter Plan. Wir nehmen damit mal die Mission an, dann kümmern wir uns um den Konvoi und dann geht's nach oben zu Verdera. Wir sammeln alle Kisten ein, 3 gibt's hier insgesamt. Schauen uns mal die ganze Stadt an. Da oben gibt's sogar noch eine 4. Hier fährt noch ein Konvoi rum. Die Flugabwehranlage haben wir schon zerstört und dann können wir vielleicht sogar da drüben nochmal einen kurzen Ausflug machen beim Buena Vista Flusstallauf. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt erstmal gucken, wo uns die Mission dahin führen wird. Und die ganze Familie vereint, das dürfte was Großes sein. Wie oft holen wir die noch raus, Papa? Wann soll das enden? Camila, Sie sind Familie. Ich sage, wir hören auf. Schön, du hast aber nichts zu sagen, weil das nicht dein Lager ist. Was ist denn los? José hat unsere Leute. Er will sie auf dem Verdera-Platz hängen. Ihre Schuld, dass sie erwischt wurden. Nein, es ist deine Schuld. Wie oft habe ich dir gesagt, sie müssen lernen, was es heißt, Teil der Guerilla zu sein, von uns. Aber du hörst nie zu. Vertraue... Und dir wird vertraut. Das gefällt mir nicht. Also was? Wir lassen sie einfach zurück? Mierda, das kenne ich ja. Kleines Team. Wir 5. Wir gehen rein, holen unsere Leute. Wer uns in die Quere kommt, stirbt. José hat Militär vor Ort. Jemand muss sie beobachten. Naja, die Kirche hat einen Glockenturm. Von dort aus kannst du alles sehen. In der Nacht vor der Hinrichtung bleibst du im Turm. Dann bemerkt keiner, wie du hochgehst. Ich habe etwas für dich, Heldin. Ein Feli-Gewehr mit Hochleistungsvisier. Ich bring die Waffe hin. Miguel, Camila und ich sind auf dem Platz. Feli wartet beim Funkturm. Und keine Handys. Monteros hasta el final, Camila. Der Sonnenuntergang. Und ich glaube, das ist eine Mission, die führt uns direkt dorthin, wo wir ja eigentlich gerade hin wollten. Und zwar nach Verdera. Da soll anscheinend eine öffentliche Hinrichtung stattfinden. Am Plaza de Verdera, direkt neben dem FND-Depot. José Castillo hat einige Guerilleros aus unserem Lager gefangen. Er wird sie auf dem Plaza de Verdera hinrichten. Wir müssen sie retten, ehe sie sterben. Und genau das werden wir tun. Und uns natürlich auch gleich schon mal, wenn wir da sind, den ganzen Bezirk bzw. die ganze Stadt hier anschauen. Angefangen beim Baseballfeld. Gehen wir dann hier nach drüben, holen uns mal das FND-Depot, das hier auch noch, den Konvoi könnten wir uns theoretisch auch mitnehmen. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall ein großer Ort. Also da werden wir doch noch ein bisschen zumindest zu tun haben. Jetzt aber erstmal holen wir uns den Konvoi hier, damit das mal erledigt ist. Der ist ja zum Glück schon in einem Gebiet, wo wir doch mittlerweile schon relativ viel aufgedeckt haben. Warte mal, wo waren denn hier wieder? Da hinten irgendwo. Unsere Fahrzeugkammer. Ich würde sagen, wir werden mal... Ja, guck mal erstmal, welche Fahrzeuge wir überhaupt zur Auswahl haben. Ich würde fast sogar sagen, wir werden erstmal mit einem etwas unauffälligeren Fahrzeug hier vorgehen, damit wir nicht direkt den irgendwie hier... Ach, guck mal, das haben wir auch dazu bekommen. Der Rangoon Buggy. Lass es die voll krachen. Cool. Ich glaube, das war auch bei Amazon dabei. Ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Miami Miracle Coupé. Der fällt nicht wirklich auf. Wir könnten theoretisch auch mit dem hier hinfahren. Cosma Rosa. Nehmen wir den mal. Der fällt noch weniger auf jeden Fall. Ja, nehmen wir mal die Lackierung ändern. Was können wir denn da drauf schmieren? Hier, Jägergrün. Jägergrün ist okay. Das ist ein bisschen abgewetzt hier. Das ist schön. Ich glaube, das ist das Einzige. Das Blaue wäre auch ein bisschen abgewetzt, aber das ist schon wieder zu auffällig. Das Rote... Nee, wir bleiben mal beim Grün. Jägergrün ist okay.
Oi, da ruckelt es wieder ein bisschen. Hoi. Ich weiß nicht warum, hin und wieder ruckelt es hier ein bisschen und dann droppen die Frames und die Auflösung wird verringert. Das ist dann irgendwie eine Minute oder so und dann passt es wieder. Keine Ahnung, was da los ist. So, Auflösung wird eh gleich wieder hochgeschraubt. Finde ich gut, dass ich das Spiel das auch eigentlich theoretisch hier alleine regeln kann, welche Auflösung wir gerade brauchen. So, jetzt scheint es wieder ein bisschen zu funktionieren. Jetzt haben wir dann gleich wieder unsere gewohnte Auflösung. So, da haben wir sie auch schon wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. So, den Friedhof kennen wir auch schon mal. Wir waren ja hier in der Umgebung eigentlich jetzt schon oft am Werk. Und haben uns schon sehr viel angesehen, was man hier sehen kann. Das ist mal ein Außenposten. Den haben wir auch schon lange eingenommen. Da gab es auch ordentliche Kämpfe. Und anscheinend weiß hier schon wieder jemand mehr als wir. Die weiß ziemlich oft ziemlich viel. Oh je. Hast was für mich? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet. Das gefällt uns gar nicht. Kümmere dich darum, damit wir wieder unsere Ruhe haben. Danke dir. Oh je, Kontrollpunkt Bosque de Palma. Machen wir das mal so, dann haben wir da keine großartigen Probleme. Da unten hätten wir den bei Lausanne an der Grenze zu Noventiramas. Oder wie heißt das? Noventaramas, okay. Und Esperanza natürlich auch. Gut, da sind wir schon bald bei der Hauptstadt da oben. Guck mal einer an. Hoi. Da wollen wir ja gar nicht hin. Wollen wir da hin? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir da nach unten. Wir wollen eigentlich überall hin. Wir wollen überall hin und wollen alles einnehmen. So. Erstmal ganz kurz. Können wir hier looten? Ach so, Bandidos. Ach cool. Da sind ja Leute hinten drin. Alles gut, du bist wieder frei, keine Angst mehr. So, die Bandidos brauchen wir sowieso für unsere Einsätze, wir haben ja gerade wieder einen gestartet. Und da unten fährt unser Truck spazieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wir holen uns gleich ein Fahrzeug mit einem MG hinten drauf, oder wir versuchen die einfach so von der Straße zu schießen. Mal gucken, fährt ihr alleine rum? Okay, der hat einen Schutzwagen vorne. Das heißt also, wenn wir uns den holen können. Ja, das klingt nach ihm. Und es. So, lebt da noch jemand? Eigentlich nicht. So, 30 Metall. Wer ist das gewesen? So leicht? Tatsächlich, ist verschwunden von der Karte. Sehr schön. Oh, wo kommt denn da auf einmal? Hohohoho, hoher Besuch anscheinend. Ja, tatsächlich, ist schon rot markiert auf der Minimap. Na, das war ja leichter als gedacht. Muss ich zugeben. Na, fahr einfach drüber. Egal. Ach, guck mal, dasselbe Fahrzeug wie wir sind. Wir sind anscheinend ein Taxi. Habe ich gar nicht gewusst. Okay, aber das war wirklich einfacher, als ich gedacht habe. Ich dachte, da kommt vielleicht ein bisschen mehr, dass dann irgendwie noch Luftunterstützung oder sowas angefordert wird. Oder möglicherweise hinten vorne zwei Fahrzeuge, die eben den LKW beschützen. Aber 30 Metall, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal mittlerweile bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so aufregend. Aber gut, wir haben es gemacht. Es ist von der Karte verschwunden. Jetzt ist alles gut. Jetzt können wir wieder Richtung Verdera gehen. Da wird der nächste LKW kommen. Ich verziehe mich mal. Wir wollen... Was hat denn der vor? Wir wollen mal nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Außerdem sind wir ja auch nicht wirklich, wenn wir uns mal ehrlich sind, nicht wirklich darauf angewiesen, auf diese 30 Metall, die wir da bekommen können. Wir sind mittlerweile schon so gut im Sammeln und nehmen eigentlich alles mit, was wir mitnehmen können, von den verschiedensten Orten, wo wir uns schon rumgetrieben haben bisher. Was ist denn hier passiert? Was finden die hier für Kontrollen durch? Du hast hier nichts zu suchen. Oje, guarda tu arma.
Hey, tu, was ich sage. Okay, ich glaube, da können wir eh nicht viel... Na, vielleicht können wir doch ein bisschen was tun. Moin, schießen die schon wieder? Mein schönes Fahrzeug! Was macht ihr denn da? Wo sind die Dame eigentlich hin? Ich hoffe, die ist schon geflohen. Das bringt doch nichts. Ja, welche Frage ist, was bringt euch das hier? Da kommt die Verstärkung. Was bringt euch denn das hier? Ich möchte gar nicht hier sein. Eigentlich wollte ich ja wegfahren. Da oben wäre drin? Nö. Na gut, weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir werden uns hier das Fahrzeug schnappen und fliehen. Ja, toll. Hat ja gut funktioniert. Huch. Tschüssi. Aber was spritzt denn der da rum? Der Doofian. Oh, guck mal. Da biege ich ja gleich mal ab. Wie viele Plakate hier noch rumstehen von dem? Das haben wir ja theoretisch irgendwann schon mal alles geholt. Komisch. Okay, Vorratslieferung stehen wir auch noch mal ganz kurz. Da ist bestimmt auch noch was Spannendes drin. Und dann sind wir ja eh bald da. 500 Meter noch. Wir fahren jetzt natürlich nicht mehr ganz so unauffällig hier rum, weil unsere Scheibe, unsere Vorderscheibe schon mal komplett im Arsch ist. Da ist noch mal ein Plakat. Wie viele gibt es denn von denen noch? Haben wir die nicht schon mal alle zerstört? Hallo? Da sind ja alle noch hängen. Guck mal, da bin ich doch irgendwann schon mal dagegen gefahren. Ich nehme natürlich die 10 Punkte gerne mit. An denen soll es nicht scheitern. Gut, hier vielleicht schon, weil da steht einer. Der Hund kackt da gerade auf die Straße, auch lustig. So, da können wir uns auch direkt mal beide holen. Und da sind wir schon da, wo wir hinwollen. Nämlich beim Baseballstadion. Wir waren schon einmal hier. Hier ist irgendwo die Grundschule gewesen, dieses Gefängnis, wo wir damals Miguel geholt haben. Und jetzt können wir uns aber mal umschauen. Und vielleicht auch sogar mal gleich unseren neuen Bogen hier testen. Was haben wir denn da? Ist das ein Stromzähler hier? Huch. Weg mit der Waffe. Aber... Funktioniert gut. Carlos, wo hat der mich denn jetzt entdeckt hier? Oh ja, hier ist Miguel. Miguel, wo ist Carlos? Beschäftigt. Schaffst du es zum Glockenturm? Ich denke schon. Gut, ich habe das Gewehr für dich dort gelassen. Lass dich nicht von den Soldaten sehen. Okay. Ich wünsche dir viel Glück. Nein, ich will hier noch gar keine Mission hier starten. Erreiche die Kirche in der Stadt Verdera. Das Gebiet ist unter Kontrolle des Militärs. Ich muss vorsichtig sein. Naja, wir knallen die eh alle gerade um. Kein Zutreten, nur für FND. Achtung, Anwohner. Dieser Sportplatz ist bis auf Weiteres geschlossen. Wer dabei aufgegriffen wird, wie er dieses Feld für Baseball oder andere Aktivitäten nutzt, muss mit einer Strafverfolgung rechnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und dieses Feld hier ist anscheinend schon ziemlich lang nicht mehr benutzt worden. Ja, was ist denn mit dir los? Warum jubelt denn der so? Was liegt denn da? Können wir den anderen rempeln oder so? Nee. Keine Ahnung, der freut sich. Keine Ahnung, warum. Dieses Baseballstadion wurde anscheinend schon ziemlich lang nicht mehr benutzt. So wie das hier aussieht. Liga Nacional de Yara. Ich kann mich halt beim Baseball überhaupt nicht aus, aber das ist eher, glaube ich, so eine Erschießungseinrichtung hier geworden. Da sieht man überall Leichen da oben. Zwei Pfeile haben wir hier dazu bekommen. Benötigt Schlüsselkarte fürs Baseballfeld Verdera. Area de Almacenema. Wer?
Almacenamiento. Weißt du, was das heißen soll? Das wird dann wohl die Trainertribüne hier gewesen sein. Und das waren die Zuschauertribünen irgendwann mal. Und jetzt ist es hier der Leichenschauplatz. Eieieiei. Und da wurden anscheinend wieder die umgebracht, die ursprünglich mal versklavt werden sollten. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier rüberkommen. Revolution steht hier geschrieben. Da wurden anscheinend wieder die umgebracht, die ursprünglich mal auf dem Viviro-Feld arbeiten sollten. Anscheinend sich entweder geweigert haben oder sonst irgendwas. Die liegen jetzt hier rum. Und auch schon ziemlich lang, wie man sehen kann. Dieses Blut ist schon komplett eingetrocknet. Eieieiei. Wurden da entweder angeschossen oder erschossen und dann zum Sterben hier zurückgelassen. Und das Ganze 10 Meter entfernt vom Eingang, von der Hauptstraße. Eieieiei. Finden wir hier was? Nee, da ist rein gar nichts drin. Eine einsame Energiesparlampe, immerhin. Los Tiburones de Yara. Das war dann früher mal wahrscheinlich das Team, das hier gespielt hat. Oder eins der Teams, die hier gespielt hat. Der jubelt da draußen übrigens immer noch. Der Mann hinter dem Wandbild. Elisio Sayas ist ein schwer fassbarer Künstler, der kaum Interviews gibt. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gelesen. Dieser Künstler. Gorillas drehen umkämpfte Partie gegen Tiburones. Da haben wir es. Ein Artikel aus einer Zeitung. Und zwar geht's da über Baseball. Die iranischen Baseballfans durften sich am vergangenen Sonntag an einem Meisterschaftsspiel erfreuen, das sofort zum Klassiker wurde und in dem die Gorillas nach einer starken Öffnungsphase ihrer Lokalrivalen, den Tiburones, nochmal zurückkamen und sich ihren zweiten Sieg in Folge in dieser Serie sicherten. Starschlagmann Ricardo Elliott half seiner Mannschaft, sich in einem heiß umkämpften siebten Inning zu sammeln und er schlug im entscheidenden Moment einen Home Run gegen das Ass der Tiburones, Kyle Murano. Elliots Bombe brachte den Gorillas genau die 4 Punkte ein, die sie für den Sieg brauchten. Alle Augen sind nun auf das epische Duell zwischen Elliott und Murano gerichtet, während die beiden Mannschaften sich auf das letzte und entscheidende Spiel in der Serie vorbereiten. Also ich glaube, der Baseball war da früher mal so eine Art Nationalsport, kann das sein? So wie es halt in manchen Ländern beispielsweise der Fußball ist oder Football. Ist es hier Baseball? Kenne ich mich, muss ich sagen, überhaupt nicht aus. Huch, was läuft denn hier rum? Und leider Gottes sind da statt Zusehern... Ach, das ist ein Hase, der rumhoppelt. Cool. Statt Zusehern sind da jetzt tote Parias zu finden. Tote Sklaven, die eigentlich auf dem Viviro-Feld hätten schuften müssen. Die dann hingerichtet wurden, aus welchen Gründen auch immer. Campo Deportivo. Klingt ein bisschen wie Abschiebezentrum. Deportivo. Sieht aber mit den Bildern hier eher aus wie... Keine Ahnung. Ein Spielfeld, weiß ich nicht. Ich meine, ich versuche das Ganze natürlich auch nur irgendwie ein bisschen herzuleiten, was das bedeuten könnte. Ich kann natürlich die Sprache nicht. Ich kann kein Spanisch oder Portugiesisch, was auch immer das hier sein mag. Jaranisch kann auch sein. Blut. Und der jubelt weiterhin. Ich weiß nicht warum. Und da wurden sogar die Leichen anscheinend mit der Schubkarre hergebracht. Na, herzlichen Glückwunsch. Na gut, kehren wir mal dem Baseballfeld unseren Rücken. Und gucken mal, wie es da drüben aussieht. Wir haben jetzt ziemlich viele Häuser. Man sieht es ja hier, das ist eine ganze Region hier unten. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt direkt mal gleich an. Wie gesagt, wir werden hier sicherlich viel zu sehen haben, viel zu looten haben. Aber wenn wir es eben einmal durchlootet haben, dann haben wir es erledigt. Dann waren wir einmal hier. Wichtig ist, dass wir uns das immer einmal, zumindest einmal alles anschauen, was wir so entdecken können. Vielleicht ein bisschen was von der Geschichte noch entdecken können von früher. Wie eben da drüben beispielsweise bei diesem Baseballstadion. Ein bisschen, natürlich auch immer ein bisschen rein interpretieren, eh klar. Oh,
Deine Augen für die Bertat. Du willst die Kämpfe der Guerilla unterstützen, ohne jemals eine Waffe in die Hand nehmen zu müssen? Dann pass gut auf. Die Leute von der FND sind nicht nur eindimensional und dumm, sondern auch ausgesprochen faul. Ihre Streifen gehen immer wieder dieselben Wege zu denselben Zeiten. Informationen darüber sind für Guerilleros und Parias auf der Flucht und jeden, der einen guten Grund hat, dem Militär aus dem Weg zu gehen, von unschätzbarem Wert. Jeder kann helfen. Leg dir Notizbuch ans Küchenfenster, lass auch deine Oma und all deine Onkel Aufzeichnungen machen, wer sich wann in der Gegend bewegt. Man weiß nie, wann so eine Information mal ein garanisches Leben retten kann. Das ist anscheinend eigentlich schon mal eine ganz gute Nachricht, aber die hier einfach so mitten in der Öffentlichkeit zu präsentieren, da hassen uns die ja einfach nur noch mehr. Die FND-Soldaten. Ich meine, die würden uns natürlich jetzt auch schon am liebsten jeden Moment niederknallen. Nur können sie das halt nicht immer. So, irgendwo gab es hier was zum Looten. Ach, hier. Da hätten wir ja gar nicht so weit gehen müssen. Kommen wir hier auch rein? Nee. Okay. Und anscheinend ziemlich viele Fans von Talia und Paolo. Die Maximas Matanzas, die wir auch noch kennenlernen werden irgendwann mal. So, huch, Ola. Na, super. Na, guck mal, denen geht's gut hier. Zumindest mal irgendjemanden, dem es ja gut geht. Wo nicht ein FND-Soldat direkt im Vorgarten steht und guckt, was du treibst. In die Häuser rein kommen wir natürlich nicht, aber wir können zumindest hier mal in diesem Garten latschen und gucken, was wir da mitnehmen können. Für uns natürlich. Für die Bertat. Für die Zukunft. Eh klar. Wir stehlen nicht, wir rüsten uns für die Zukunft. Das ist ein guter Plan eigentlich. Könnte jeder Einbrecher bringen, den Spruch. Ich habe nicht gestohlen, ich habe mich nur für die Zukunft vorbereitet. Mit Dingen, die dir wahrscheinlich später mal helfen werden. Dieses Benzin, dieses eine Benzin, diesen einen Liter Benzin, den habe ich unbedingt noch gebraucht. Deswegen musste ich den einfach mitgehen lassen. Das ist ein einfacher Grund. Sollte man direkt freigesprochen werden. Ich weiß übrigens nicht, ob überhaupt noch so viele Leute wohnen. Ich meine, es sind zwar ziemlich viele Häuser hier, aber nach dem Auto da zu urteilen, das ist schon ziemlich, ziemlich verrostet. Der Motor liegt auch schon hier draußen, also, die Pflanzen und so, das sieht zwar schön aus, wenn die da so rüberwachsen, aber ich weiß nicht, ob da noch so viele Leute wohnen. Vielleicht ist das alles mal was Aufgelassenes hier. Na, der wird vielleicht schon hier wohnen. Ich schreibe mal meine Waffe weg, dann sieht sie so bedrohlich aus, wenn wir hier rumlaufen. So, wo sind denn die zwei hin? Weg. So, da ist nichts mehr. Da gibt es noch ein bisschen Motoröl und so weiter und so fort. Da ist tatsächlich noch jemand. Wo waren denn die zwei? Waren die zwei nicht hier? Ich glaube, die waren hier, die zwei. Machst du jetzt bitte? Ja, was denn? Die schraubt da auch an irgendwas rum, mit irgendeinem großen Motor. Mit ein bisschen Whisky, ein paar Zigarren. Da geht das schon. Hallo? Hallo? Hallo, ja, okay. Gut. Jetzt komm schon! Castillo ist kein Präsident! Er ist ein Sklaventreiber! Da hat sie recht, die Dame im Jogging-Outfit. Mein Castillo ist ja nur der Anführer. Die anderen, die da mitmachen, die sind natürlich dann genauso schuldig. So, mal gucken, wie es bei den vier Häusern hier aussieht. Und dann sind wir eh schon wieder bald bei der Hauptstraße. Es geht ja doch schneller als gedacht, das hier alles durchzuschauen. Nachdem wir ja in die Häuser an sich nicht reinkommen, die sind ja auch nur zur Kulisse da, damit das eben ein bisschen bewohnt aussieht. Da war ja klar, dass man nicht in jedes Haus reinkommen würde. Ich meine, das sind ja unvorstellbare Mengen, die man da rendern müsste, allein von den Gegenständen im Haus drin. Natürlich kann man nicht einfach nur ein Sofa hinstellen und das war's dann. Da müssen dann Dekorationen hin und so weiter und so fort. Manche Häuser kann man natürlich betreten, vor allem natürlich auch die, wo eine Mission drin spielt. Aber die hier beispielsweise, wo man nur ein paar Reifen hier draußen rumliegen haben, hier ist ein bisschen alte Kartonagen, ein paar Müllsäcke, die noch wegtransportiert werden müssen. Das war's dann aber auch. Hier, die Fenster sind alle vergittert, da kommt es auch nicht durch. Fensterladen sind geschlossen, hier ist auch kein Einkommen. Also es ist nur, dient nur zur Kulisse. Ist aber auch ganz okay. Ich meine, da bräuchte man wahrscheinlich schon einen Super-PC, einen NASA-PC, um das dann alles rendern zu können, wenn man wirklich in jedes Haus reingehen könnte, dort irgendwas machen könnte und so weiter und so fort.
Das sind ja nochmal unvorstellbare Mengen, die da dazukommen würden. Zu dem, was man eh schon hier alles rendern muss. Also das Spiel rendern muss. So, ich gucke einfach mal nur um die Häuser rum, aber da gibt es leider nichts zu finden. Ja, seht ihr nur so eine Blechhütte hier. Ist das schon die Kirche? Nee. Wo sind wir denn da? Das da vorne wird dann wohl die Kirche sein, schätze ich. Ah, wir sind schon in der Hauptstadt drin. Hauptstadt, auf der Hauptstraße. Casa Reyes Lorenes y Montoya. Anscheinend ein Hotel. Ein Hotel, in das wir leider auch nicht reinkommen können, wie ich gerade sehe. Also wenn wir da ein Zimmer brauchen, wir bekommen keins. Villa Terrazas, Tepa y Bastida. Na, zumindest ein bisschen Munition, Medizin können wir uns mitnehmen, das ist schon mal ganz schön. Gucken wir mal, wie es da hinten aussieht. Oh. Da wird anscheinend noch gebaut für einen späteren Zubau oder sowas. Vielleicht wollen die das Hotel vergrößern, kann natürlich sein. So. Na gut, der Parkplatz sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Die Reifen gibt es schon lange keine mehr. Und die Autos haben auch schon ihre besten Jahre auf jeden Fall hinter sich. So, noch ein bisschen Medizin. Sehr schön, sehr schön. Da ist nichts mehr zu finden. Mal gucken, ob wir hier was lesen können. Martial Law Area Closed. Pending Investigation. By order of the Ministry of Internal Affairs. For the safety of Iran citizens, a declaration of martial law is now in effect. Aha. Ziel abgeschlossen. Finde das Scharfschützengewehr im Glockenturm. Aha, der Miguel hat das anscheinend hier nie irgendwo platziert. Ich muss unentdeckt dorthin gelangen, sonst ist der Plan im Arsch. Na gut, wir wollen ja sowieso mal den anderen Teil der Stadt noch erkunden. Ist das auch ein Hotel? Also hinkommen wird's auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein Hotel. Das ist dasselbe, was wir da vorne gehabt haben. Dasselbe Schildchen, nämlich die Villa Terrazza. Oder Terrazas eigentlich. So, ein bisschen Benzin. Guck mal, da warten schon Schaulustige auf die Ermordungen. Das ist ja ein bisschen pervers eigentlich. So, mal gucken, was wir hier finden können. Da ist anscheinend irgendwo... Da. Ein Panama-Hut. Wie ist denn der kleine Hut da... Der große Hut in die kleine Box da reingekommen? Hm. Kann mir das jemand erzählen? Ich glaube nicht. Und da haben wir noch einen kleinen Wegweiser, wo es eben zu den verschiedenen Hotels gibt. Villa Juan y Sebastian. Dann haben wir die Fernandez und Hernandez Villa und Rosa y Tristan. Drei Villen da hinten lang, beziehungsweise drei Zimmer vielleicht. Und natürlich hier schon mal alles abgesperrt, damit da ja keiner zukommen kann. Da schwer bewaffnete Soldaten. Hallo? Halt er durch. Haltet ruhig, ich glaube, die sind gar nicht so auf unserer Seite, wenn du mich fragst. Was sagt ihr denn? Hast du noch eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen? Wir leben in gefährlichen Zeiten, mi amor. Wir müssen umsichtig sein. Ja, aber warum schaut euch das denn da an, da? Mir das sagen? Oh, ich hab's wohl vergessen. Ist ja nicht schlimm. Aber schnell. Wann geht diese hin? Pardon. Entschuldigung. Mal gucken, ob wir mit denen da quatschen können. Verschwinde! Hoppla! Na, ich hab die Ink. Warum sind wir hier? Ich will nicht zusehen, wie jemand stirbt. Wir müssen zeigen, dass wir Castillo unterstützen. Aha! Hinrichtung? Das läuft hier nur schief. Shh. Das ist nicht mein Yara. Das ist nicht das Yara unserer Kinder. Oh, bitte. Wir hängen schon seit Jahrhunderten Leute auf. Das ist nichts Neues. Und deshalb ist es okay? Sei ruhig, sonst hängen sie uns auch als falsche Yarana auf. Und dann unsere Kinder. Willst du das? Natürlich nicht. Dann sei still und behalte deine Meinung für dich. Gut, aber es ist falsch und das weißt du. Und das ist alles die Schuld deines tollen Präsidenten.
Das heißt also, hier finden sich eigentlich ziemlich verschiedene Schichten von den Leuten, die entweder Castillo unterstützen, wie die zwei da vorne bei dem Wagen, glaube ich. Die Dame mit den mit der Cappy auf, oder hat die einfach nur so blaue Haare, weiß ich gar nicht. Nee, die hat das auf. Und der Herr daneben mit der Wasserflasche. Ich glaube, das sind zwei, die unterstützen den, weil er hat nämlich gesagt, Castillo, verschwinde hier, und sie hat direkt nach uns gespuckt. Also ich glaube, die freut das schon, wenn ein paar falsche Jaraner aufgehängt werden. Aber die zwei letzten Damen stehen einfach nur hier, um nicht aufzufallen. Die stehen hier, damit sie nach außen hin zeigen, wir unterstützen dich, damit sie selber nicht selbst den Tod fürchten müssen. Also da sieht man schon, zu was für Taten eigentlich die Dinge hier, die Menschen hier getrieben werden. Die Ermordung von anderen anzuschauen, von den Nachbarn vielleicht irgendwann mal gewesen, und die hängen jetzt da am Hauptplatz und du musst quasi in der Menge stehen und mitfeiern, damit du nicht der Nächste bist, der dort gleich erhängt wird. Naja, ich würde sagen, damit schließen wir mal diese Folge und sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Cry Nr. 6. Den Teil da unten haben wir uns ja schon angeschaut von Wertlehrer. Dann können wir uns nämlich in der nächsten Folge direkt mal um den Teil hier kümmern. Wir haben hier zwei FND-Depots. Wir haben hier ziemlich viele Häuser, die wir noch abgehen werden. Wir werden uns den Teil hier auch mal anschauen. Und zum Schluss kommen wir natürlich hier in diesen abgesperrten Teil bei Plaza de Verdera, holen uns das FND-Depot, gehen dann hinauf zum Glockenturm und gucken mal, ob wir da vielleicht intervenieren können, bevor es zu diesen Erschießungen kommt. Mal schauen, oder Erhängungen oder wie auch immer. Mal schauen. Nächste Folge wissen wir mehr. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.